willkommen bei Data Unity. Microsoft hat das Versprechen eingelöst und im Mai den Release-Tonus wieder aufgeholt. Also es gab das zweite Power BI Desktop Update im Mai 2020, also das, was wirklich auch für Mai vorgesehen war. Und auch da gab es natürlich zahlreiche tolle Änderungen und das schauen wir uns gleich an. Wenn wir den Bericht aufmachen, da fallen uns sofort ein paar Sachen auf. Also hier sehen wir, es gibt jetzt Schatten bei einzelnen Visuals. Also die ganze Visualisierung wird noch einmal professioneller. Das ist einfach aber eine Option hier natürlich bei den optischen Einstellungen. Ja, nicht übersetzt, aber wir wissen, was es bedeutet. Und hier können wir einfach diesen Schatten ein- und ausmachen. Es gibt natürlich auch ein paar Optionen dazu unter diesem Punkt. Ja, eine weitere Änderung ist jetzt, dass die Navigation mit Buttons viel flexibler ist. Also wir haben bei den Buttons jetzt die Möglichkeit, das Ziel einer Aktion flexibel über eine sogenannte bedingte Formatierung dann festzulegen. Wie zum Beispiel hier bei diesem Button. Momentan würde er zu der Seite Übersicht springen. Ich kann aber auch, wenn ich hier einfach in einem Dropdown ein anderes Ziel auswähle, dann auch zu einer anderen Seite mit demselben Button springen. Das Ganze ist, wie gesagt, unter dem Punkt Aktion. Das basiert in meinem Fall jetzt einfach auf dem Measure-Auswahl, was einfach nur Selected Value, also einfach die Auswahl in diesem Visual Navigation wiedergibt. Die Tabelle Navigation ist sehr einfach gebaut. Das ist tatsächlich einfach nur eine hart codierte Tabelle mit den Namen der Seiten. Und dann lassen sich über Measures so einfache Auswahlfelder als Ziele definieren. Es gibt neben dieser Navigation auch die Möglichkeit für Drill-Through-Buttons, flexible Navigationsziele zu definieren. Wenn ich also nicht nur die Seite auswähle, sondern auch sage, nach welchen Kriterien ich den Drill-Through ausführen möchte, dann sehen wir hier, der Button Drill-Through ist jetzt auch aktiviert und ich kann darüber auf die Seite Produkte springen mit dem aktuellen Filterkontext, den ich hier über den Drill-Through mitgebe. Auch eine nette Verbesserung ist, dass bei den Drill-Through-Buttons jetzt auch im inaktiven Zustand das Ganze sich individualisieren lässt. Also wir sehen, momentan können wir kein Drill-Through machen, weil die Seite Übersicht gar nicht dafür ausgelegt ist. Aber das ist noch nicht mal das Beste, weil gut, so ein Dropdown irgendwie mit vordefinierten Werten, das ist das eine, aber man kann dadurch, dass man Measures benutzen kann, auch ganz flexible Sachen machen, wie zum Beispiel, wenn ich hier einfach ein Ja anklicke, dann taucht hier quasi noch ein magischer Button auf, der mich auf die Seite Zeitverlauf bringen würde, weil ich da das, was ich gerade sehe, im Kontext der Zeit nochmal angucken kann. Also noch ganz verrückte Sachen in Sachen Benutzerführung sind dann möglich. Wenn ich dann wieder ein Produkt anklicke, dann sehen wir, jetzt führt er mich auf die Seite Produkte, nicht mehr auf die Seite Zeitverlauf. Und wenn ich aber wieder gar nichts auswähle, ist der Button ganz weg. Der ist natürlich nicht dauerhaft verschwunden, sondern der ist da. Aber wir haben hier auch eine benutzerdefinierte Navigation über ein anderes Measure, Auswahlfilter. Und das ist ein Measure, was einfach die Auswahl, die ich aktuell habe, einfach aus dem Filterkontext abgreift und eben das vorschlägt, was ich gerade angeklickt habe. Zum Beispiel hier das Untermeasure Auswahl Produkte. Das prüft einfach, ob ich bei Produktgruppen etwas ausgewählt habe oder nicht. Und damit können sich wirklich ganz flexible Beziehungen hier auftun. Ich verwende hier natürlich auch eine benutzerdefinierte Farbauswahl, damit der Button auch verschwindet, wenn er gar nicht angeklickt ist. Und eben je nach Filterkontext unterschiedliche Farben annimmt. Ja, das ist im Bereich Farben gerade sicherlich noch eine Spielerei, aber es zeigt die Möglichkeiten, die noch deutlich über diese Standardauswahlen hinausgehen, sondern wir können ganz flexibel uns daran anpassen, was der Benutzer gerade im Bericht tut und je nachdem dann einfach Verzweigungsmöglichkeiten, weitere Analysemöglichkeiten über Buttons einsteuern. Das geht schon sehr in den Bereich des Visual Storytellings, dass wir ganz spezifische Berichte erstellen können und den Benutzer dadurch führen können,
und quasi die Entdeckungsreise innerhalb von Power BI gestalten. Deswegen ist das Feature eigentlich noch viel besser, als es auf den ersten Blick wirkt. Wir haben da noch ganz andere Steuerungsmöglichkeiten. Das ist eben mehr als viele Bookmarks in einem, sondern eine sehr dynamische Komponente, Daten zu entdecken. Übrigens lassen sich Buttons auch noch darüber hinaus weitgehend individualisieren. Wenn ich jetzt zu der Seite Produkte springe, dann sehen wir hier oben, ja, das ist tatsächlich ein Button und ja, das ist keine Schrift, sondern ein Bild. Also man kann jetzt bei Buttons auch Bilder mitgeben und das finden wir hier einfach unter Ausfüllen, können wir noch zusätzlich ein Bild mitgeben und wir können das sogar sich unterschiedlich verhalten lassen in den verschiedenen Zuständen des Buttons. Ja, auch bei den Measures bzw. bei DAX hat sich etwas getan. Das Trennzeichen ist jetzt kein Semikolon mehr in der deutschen Version, sondern auch das Komma, so wie das international auch üblich ist. Das ist die neue Standardeinstellung. Wer diese wieder rückgängig machen will, kann das unter den Optionen tun. Und zwar bei den regionalen Einstellungen. Standardmäßig ist aber die neue internationale Einstellung auch eingestellt. Ich habe selber auch übrigens keine Nachteile festgestellt. Also bestehende Formatangaben zum Beispiel, die waren ja schon immer international, also musste man die international aufschreiben. Die haben sich nicht verändert und auch bestehende Measures wurden problemlos migriert. Also es entstehen keine Fehler durch diese Umstellung. Sie findet einfach statt und ab jetzt kann man Codeschnipsel, die so im Internet zu finden sind, dann problemlos auch in die deutsche Version einfügen und nutzen, ohne dann vorher die Kommas durch Semikolons zu ersetzen. Also nehme ich das durchaus als eine Verbesserung wahr und das bringt natürlich die Power BI Community international noch mehr zusammen. Die nächste Neuerung, die betrifft den Decomposition Tree. Der ist jetzt auch offiziell verfügbar, also ich habe mich da schon so dran gewöhnt, dass für mich der schon selbstverständlich war, aber nun ist er auch für alle da und es gibt auch ein paar Komfortfunktionen, also der Baum ist jetzt responsiv und passt sich hier besser daran an, wenn ich das Visual größer oder kleiner ziehe. Ich kann auch schneller zwischen den Zweigen hier springen und kann mir hier einfach schneller die Analysen angucken und was ziemlich cool ist, ist, dass man auch ein Drill-Through hat aus dem Baum, also gleich mit mehreren Filtern, je nachdem wie ich die Zweige aufgeklappt habe. Das finde ich gerade für so Analyseuntersuchungen doch sehr schön, denn der Baum sollte ja auch dafür genutzt werden, eben im Zusammenhang von mehreren Dimensionen etwas zu analysieren. Ja, im Bereich der Custom Visuals ist das Packed Bubble Chart von XVIS zu erwähnen. Und jetzt sehen wir, dass da zwei Dimensionen in einer Visualisierung enthalten sind. Also es gibt hier Dienstleistungen und Produkte für Deutschland, zwei Bubbles. Das kann man natürlich noch weiter anpassen. Ja, was ist noch erwähnenswert? Es gibt jetzt optional die Möglichkeit, hier die Filter nicht als Echtzeitfilter zu verwenden. Wenn ich zum Beispiel hier gleich mehrere Filter aktivieren möchte, geht das nicht sofort, sondern eben erst, wenn ich unten den Button übernehmen klicke und dann habe ich beide Filter gleichzeitig quasi aktiviert. Von meiner Seite war es das aber für diesen Monat. Das waren meine persönlichen Highlights, also insbesondere die neue Bewegung in Berichten mit den flexiblen Buttons gefällt mir sehr gut. Und in diesem Sinne natürlich weiterhin viel Spaß mit Power BI und ganz vielen Daten und bis zum nächsten Mal. Thank you.